willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich melde mich zurück aus meiner kleinen Sommerpause. Ich hoffe, ihr konntet den Sommer richtig schön genießen, hattet einen wundervollen Urlaub, konntet euch gut erholen und wir können alle wieder mit voller Energie loslegen. Ich werde heute etwas backen und zwar einen super leckeren, nussigen Schokoladenkuchen aus dem neuen Magazin von Mein Zaubertopf. Das ist die Ausgabe Oktober-November 2019. Und da habe ich diesen leckeren Schokokuchen entdeckt. Moment, wo ist er jetzt? Hier. Schokolade, wie wir sie lieben. Und sieht er nicht mega lecker aus? Ich habe dieses Heft zusammen mit dem Heft von 2018, das ist auch die Oktober-November-Ausgabe, im Vorteilspack, also zwei Hefte zum Preis von einem sozusagen, erworben. Und ich muss sagen, die sind so klasse. Also wenn ihr die Magazine irgendwo seht und noch ergattern könnt, schlagt auf jeden Fall zu, weil da hat es so viele tolle Gerichte jetzt für den Herbst und Anfang Winter schon drin. Ihr werdet wahrscheinlich noch viele weitere Rezepte hier draus und aus diesem Heft von mir verfilmt sehen. Wie gesagt, ich kann es euch nur ans Herz legen, schlagt zu, falls ihr die Hefte seht, vor allen Dingen zu diesem tollen Preis. Und heute gibt es aus diesem Magazin den nussigen Schokoladekuchen. Ja, also wir sind absolute Schokoholics, wir lieben Schokolade, deswegen muss ich den jetzt auch backen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und bleibt dran und ich würde sagen, viel Spaß beim Video. Als allererstes habe ich den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Der rattert da im Hintergrund schon, vielleicht hört ihr es. Und dann legen wir los. Wir brauchen 120 Gramm Haselnüsse, Haselnusskerne. Und die zerkleinere ich jetzt erstmal 5 Sekunden auf der Stufe 8. So, schön zerkleinert. Davon nehme ich mir jetzt 2 Esslöffel ab. Die brauche ich nachher für die Deko. Und stelle es zur Seite bis ganz zum Schluss, bis wir sie brauchen. Zu dem Rest der gemahlenen Haselnüsse kommen jetzt 150 Gramm Zartbitterschokolade in Stücke dazu und die sollte wirklich kalt sein. Also ich hatte meine jetzt im Kühlschrank stehen, habe sie gerade eben erst rausgeholt, dass die Schokolade schön kalt ist, weil die wird jetzt auch nochmal zerkleinert zusammen mit den schon gemahlenen Haselnüssen und zwar 10 Sekunden auf der Stufe 10. So, das Ganze fülle ich mir jetzt in eine Schüssel um. So sieht die Masse aus. Und die stelle ich auch zur Seite, bis wir sie brauchen. So, den Mixtopf müssen wir nicht spülen, wir können gleich weitermachen. Und als nächstes kommen 150 Gramm Butter in Stücken in den Mixtopf, aber die Butter muss weich sein. Meine habe ich jetzt aus dem Kühlschrank geholt, deswegen habe ich sie ein bisschen in die Mikrowelle gestellt. Ich glaube, es waren gerade mal 20 Sekunden bei 800 Watt hat unsere Mikrowelle und sie fängt jetzt leicht unten an zu schmelzen. Also ich denke mal, das passt. Sie ist nicht mehr hart, das müsste jetzt passen. Wie gesagt, es waren 150 Gramm, die habe ich mir vorhin schon abgewogen. Dazu kommen jetzt 140 Gramm brauner Zucker. Und 20 Gramm, wenn ihr habt, selbstgemachter Vanillezucker. Ich habe es leider nicht. Ich nehme jetzt einfach ein Päckchen Vanillezucker. Und das wird jetzt 3 Minuten auf der Stufe 4 schön durchgemischt. Aber nicht die ganzen 3 Minuten, sondern nach einer Minute kommen 4 Eier dazu. Die gebe ich jetzt nacheinander durch die Deckelöffnung. Ich nehme also den kleinen Messbecher ab, lasse es weiterlaufen und gebe ein Ei nach dem anderen nacheinander zur Mischung dazu. Also ich stelle wieder auf Stufe 4.
ich gebe alles ein nach dem anderen dazu. So, ich zeige euch gerade mal, wie schön luftig und aufgeschlagen das Ganze jetzt aussieht. Bevor ich jetzt das Mehl und die Schokonussmischung dazugebe, kratze ich nochmal alles vom Rand runter mit meinem Spatel. Und gebe die Schokonussmischung, die wir vorhin hergestellt haben, dazu. Gramm Kakaopulver, das habe ich mir vorhin auch schon abgewogen, 130 Gramm Mehl, ich habe hier ganz normales Weizenmehl, Type 405, und 2 Teelöffel Backpulver. Das Backpulver mische ich gleich ein bisschen unter das Mehl drunter mit meinem Teelöffel. So, das waren schon alle Zutaten und das Ganze wird jetzt auf der Teigstufe 30 Sekunden zu einem schönen lockeren Teig zusammengeknetet. Der Teig ist fertig, ich zeige ihn euch gerade mal ganz kurz. Ich werde das Mehl, das hier am Rand noch hängt, mit meinem Spatel etwas untermischen, so ganz grob. Einfach, dass mir nachher nicht, wenn ich den Teig in die Kastenform umfülle, noch so ein großer Klecks Mehl in den Teig reinfällt. Das sieht dann auch immer unschön aus. So, das war's schon. Jetzt werde ich den Teig in meine gut gefettete Kastenform geben. Die habe ich mit meinem selber hergestellten Backtrennmittel eingefettet. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch einfach Backpapier reinlegen. Und jetzt mache ich mir hier kurz Platz und fülle den Teig in die Form. Ich habe meinen Teig noch etwas glatt gestrichen. Jetzt kommt der Kuchen in den Backofen, wie gesagt bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für 50 Minuten ungefähr. Nach 10 Minuten solltet ihr den Kuchen mit einem scharfen Messer längs einschneiden, so mittig, damit er noch schön aufgehen kann. Und dann freue ich mich schon, wenn der Kuchen fertig ist. Der Teig riecht jetzt schon so herrlich schokoladig. Ich kann es kaum abwarten, bis der Kuchen endlich fertig ist. Deswegen schnell in den Backofen damit. Ja, meine Lieben, hier ist der fertige, nussige Schokoladenkuchen. Er ist jetzt nicht sehr aufgegangen, aber ich glaube, das gehört auch so. Also im Magazin können wir mal vergleichen. Ist er jetzt auch nicht besonders hoch. Ich denke, wenn nachher noch die Glasur und die Nüsse drauf sind, fällt es auch gar nicht mehr so auf. Aber er ist super aus der Form rausgegangen. Ich habe ihn allerdings 5 Minuten früher schon ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ob ihr seht, er ist schon ein bisschen dunkel an den Rändern geworden. Und da habe ich ihn ja sicherheitshalber einfach 5 Minuten früher ausgeschaltet. Ich habe ihn dann einfach noch mal drin stehen lassen, die 5 Minuten. Und weil ich mir nicht sicher war, ihr könnt natürlich auch die Stäbchenprobe machen. Habe ich dann auch in der Mitte gemacht und es war alles in Ordnung. Also schaut da einfach, weil jeder Backofen backt anders. Ihr wisst es ja, der eine ist ein bisschen heißer und braucht eben nicht ganz so lange. Ansonsten kommt jetzt nur noch die Glasur drüber und unsere 2 Esslöffel von den gemahlenen Haselnüssen, so ein bisschen als Deko. Ich habe jetzt so eine dunkle Zartbitter-Schokolade-Glasur, die brauche ich nur in kochendes Wasser ein bisschen reinhängen. Und dann wird der Inhalt, also die Schokolade wird dann weich und schmilzt und ich brauche es nur noch drüber schütten. Falls ihr aber so eine Blockkuvertüre habt, also in Schokoladenform,
könnt ihr die in Stücke schneiden. Den Mixtopf müsst ihr vorher allerdings säubern. Gebt die Kuvertüre in Stücken in den Mixtopf, zerkleinert sie 8 Sekunden auf Stufe 8 und lasst sie danach 3 Minuten bei 50 Grad auf Stufe 2 schmelzen und könnt dann damit euren Kuchen glasieren und anschließend noch die Nüsse drauf verteilen. Ich werde euch nachher, wenn der Kuchen jetzt ganz ausgekühlt ist, noch kurz dazu holen. Ich zeige euch, wie ich das mit meiner fertigen Glasur mache. Dann sehen wir uns nachher. Für euch sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Der Kuchen ist schön ausgekühlt. Ich habe meine Schokoglasur vorbereitet. Genau nach Packungsanweisung habe ich es jetzt gemacht. Und jetzt werde ich geschwind noch die Glasur drüber geben und anschließend mit den gemahlenen Nüssen verzieren. Und ich lege mal los. So, jetzt kommen noch die gemahlenen Nüsse drauf. Und so sieht mein fertiger nussiger Schokoladenkuchen am Ende aus. Ich muss zugeben, ich habe unter die gemahlenen Nüsse noch etwas von den gehobelten Mandeln, die ich noch hatte, untergemischt. Ich habe die gehobelten Mandeln ein bisschen klein gedrückt und untergemischt, dass auch ein paar größere Nussstücke auf dem Kuchen zu sehen sind, weil mir das optisch besser gefällt, wie wenn ich jetzt nur die ganz klein gemahlenen Haselnüsse drüber gegeben hätte. Aber das könnt ihr machen, wie ihr mögt. Ihr könnt auch zum Beispiel gehackte Nüsse nehmen oder gehackte Pistazien. Das sieht auch immer sehr schön aus. Also macht es einfach so, wie es euch am besten schmeckt und am besten gefällt. Meine Rezepte sind ja kein Muss, sondern ein Kann. Und ihr könnt es auch abwandeln. Mache ich ja manchmal auch. Ja, meine Lieben, dann bin ich auch schon wieder am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank auch nochmal an meinen Zaubertopf, dass ich dieses Rezept verfilmen durfte. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss!